Florian Silbereisens und Beatrice Egli liefern das Beste. Das ist Liebe. Beatrice Egli ist eine berühmte Künstlerin in der Unterhaltungsbranche und Florian Silbereisens ist nur Personalleiter in einem namenlosen Medienunternehmen. Obwohl ihre Jobs in Bezug auf die Öffnungszeiten unterschiedlich sind, sind sowohl Florian als auch Florian Silbereisens und Paar haben eine Romanze, wenn verliebt. Wenn sie in Florian Silbereisens verliebt ist, hat sie Beatrice Egli immer in vollen Zügen verwöhnt. Immer auf sie gewartet nach der Tour, aber spät in der Nacht. Beatrice Egli weiß das auch, also überrascht sie Florian Silbereisens immer, arrangiert immer Arbeit. Über das Haus zu kochen und sich um Florian Silbereisens zu kümmern. In den letzten Monaten war Beatrice Egli in der Unterhaltungsbranche tätig, sodass alle Aktionen von Beatrice Egli von den Fans bemerkt werden. Auch nach vielen Zweifeln und Fragen über die Liebe lehnte Beatrice Egli immer ab. Beatrice Egli und Florian Silbereisens überraschten die Fans, als eine Bilderserie der beiden Verlobten gerade den Hochzeitstermin bekannt gab. Nach vielen Fragen und Zweifeln sind Beatrice Egli und Florian Silbereisens mit den Wünschen ihrer Liebsten und Liebsten Beatrice Egli offiziell ins gleiche Haus zurückgekehrt. Mit der Hochzeit endet das Eheleben des glücklichen Paares. Als sie in das gleiche Haus zurückkehrten, verstanden sich beide zunächst, kümmerten sich immer für immer um ihre Familie, allmählich wurde der Arbeitsdruck immer stressiger. Florian Silbereisens, weil sie kämpfen will, versucht, sich Beatrice Egli nicht schämen zu lassen, arbeitet Tag und Nacht für eine stabile Karriere. Beatrice Egli, weil sie eine Familie gründen will, schränkt Schoß sukzessive ein und passt auf sich auf. Wenig für diese kleine Familie. Doch das Eheleben der beiden ließ durch Florian Silbereisens Versuchslust nach und nach die Stimmung in der Familie schwerer und ungemütlicher werden. Florian Silbereisens hatte oft einen leblosen Streit mit Beatrice Egli. Beatrice Egli wusste, dass sie das aus Arbeitsdruck ertragen musste, aber nach und nach wurde Florian Silbereisens immer exzessiver, aß zu Hause nicht, sprach nicht, ließ Beatrice Egli warten, bis sie eingeschlafen war, wusch nicht die Wäsche. Florian Silbereisens, kaufte Haushaltsartikel einkaufen ist Geldverschwendung. Allmählich brach das Wasser, Beatrice Egli kümmerte sich nicht mehr um Florian Silbereisens, Beatrice Egli beschloss, alleine zu essen, alles alleine zu machen, Florian Silbereisens nicht mehr anzufassen. Beatrice Egli beschloss, zu ihrer Mutter zu packen und ihre Karriere fortzusetzen, Florian Silbereisens, nachdem er sich selbst überprüft hatte, verstand, dass eine glückliche Familie von den beiden gepflegt werden muss. Florian Silbereisens kam und entschuldigte sich bei Beatrice Egli, dass sie sich ändern würde, aber Beatrice Egli